Und damit willkommen zurück zu einem neuen Wochenrückblick. Es ist Sonntag, los geht's. Eieiei, die Glocken läuten gerade bei mir im Hintergrund. Es ist 11 Uhr. Normalerweise habe ich 11 Uhr, bin ich schon mitten am Schneiden des Wochenrückblicks, aber diese scheiß Zeitumstellung. Ich wollte eher aufstehen, damit ich halt trotzdem genügend Zeit habe, aber ich habe es nicht geschafft. Es ist so ätzend. Ich hasse die Zeitumstellung. Oh Mann. Wie habt ihr so die Nacht verbracht? Kramt ihr mit der Woche, mit der Zeitumstellung gut zurecht? Auf jeden Fall sitze ich jetzt hier und mache meinen Wochenrückblick. Ja, was ist die Woche passiert? Es ist die Woche vor meinen Ferien gewesen. Ich habe jetzt eine Woche Ferien, so wie die meisten. Ein paar haben jetzt noch 2-3 Tage Schule. Aber die meisten haben jetzt schon Ferien. Ja, ich habe leider nur eine Woche. Aber naja. Ja, was war die Woche noch so los? Wird nochmal einige Tests geschrieben. Die Lehrer wollen jetzt nochmal schnell was schreiben, weil für mich ist halt in der Woche nach den Ferien, also in ca. 1,5 Wochen ist Notenschluss für uns. Für uns Abiturklasse, dementsprechend nochmal schnell ein paar Noten zusammenkriegen. Des Weiteren sitze ich momentan auch an einem Podcast für Musik. Das ist eine Klausurersatzleistung, damit wir halt da keine Klausur schreiben müssen. Daran saß ich jetzt, das muss Dienstag abgegeben werden. Da bin ich auch schon sehr weit, also das kriege ich, denke ich mal, hin, wenn da jetzt nichts schief geht. Sonst. Es war jetzt, es wird immer mehr deutlich, wie man dann einfach nur noch in manchen Fächern nur noch da sitzt und einfach nur noch zuhört, weil man in diesen Fächern nichts mehr machen muss. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal als Beispiel Geografie. Geografie haben wir die mündlichen Noten fertig, Tests, Klausur ist auch schon alles fertig, also da wird auch nichts mehr geschrieben, da kommt keine Leistungserhebung mehr, also keine Note. Und ja, Geografie ist bei uns ein Prüfungsfach für mündliche Prüfungen, allerdings kann man sich ja aus verschiedenen Fächern eine mündliche Prüfung auswählen. Ich habe mich gegen Geografie entschieden, andere in der Klasse schreiben machen Geografie, mündliche Prüfung, ich nicht. Bedeutet, ich sitze nur noch da, die neuen Themen, die jetzt noch kommen, lass ich mich berieseln, aber ich schreibe nicht mal mit, sondern kann da ganz schön entspannen. Das ist wirklich sehr entspannend, aber wenn ich dann zum Beispiel an einem Freitag dann da sitze, die ersten beiden Stunden habe ich dann Deutsch. Ja, das ist ein Prüfungsfach für mich, das ist sehr wichtig. Aber die restlichen 6 Stunden sind für mich keine Prüfungsfächer. Das heißt, ich sitze dann 6 Stunden einfach nur da. Aber, ja, das passt schon. Es sind jetzt nur noch insgesamt 2 Schulwochen, die ich jetzt noch habe. Mit richtig Unterricht. Danach eine Woche ist Abi intensiv, wo nur noch die Prüfungsfächer gemacht werden. Danach Prüfungen 2 Wochen, danach 2 Wochen Ferien, danach glaube 3 Wochen Konsultation für mündliche Prüfung. Ja, das ist für mich, ja, weil ich in einem Fach, ich mache eine Informatik mündliche Prüfung und ich habe eine Ausbildung als Fachinformatiker, wo halt die Themen, die wir da jetzt in den letzten 2-3 Jahren hatten, hatte ich im ersten Ausbildungsjahr so ungefähr. Dementsprechend, ja, ist das fast wie Ferien dann. 5 Wochen Ferien irgendwie. Dann nach den 3 Wochen Konsultation ist meine mündliche Prüfung und dann bin ich durch. So ist der Werdegang. Also, ja, es dauert jetzt insgesamt nicht mehr lange. Ja, was war sonst noch die Woche? Ich habe diese Woche wieder einiges aufnehmen können. Das ist auch, ja, was ich auch als Ziel hatte. Ja, war ganz in Ordnung die Woche. Gut, gehen wir mal rüber zu YouTube. Hier auf YouTube lief ja jetzt seit letzte Woche Sonntag Super Luigi Galaxy. Da kam ja zum Beispiel Part 2 raus. Ich weiß jetzt gar nicht, an welchem Tag, ich glaube Montag. Genau, Montag kam der raus. Und zwar, wir betreten die Terrasse. Die Terrasse ist so gesehen Welt 1 und machen die Eierplanet-Galaxie. Holen so gesehen die ersten Sterne. Dann in Part 3 beenden wir dann die Eierplanet-Galaxie. Gehen ins Honigbienenkönigreich und machen noch eine Randaufgabe und zwar Test Surfen. Dann in Part 4 beenden wir dann das Honigbienenkönigreich. Da löschen wir zum Beispiel eine Käferfamilie aus. Löschen wir aus. Dann machen wir noch ein Gomiluma der Terrasse. Das ist die Keksfabrik-Galaxie. Und gehen am Ende dann noch in Bowser Juniors Robofabrik und hauen Bowser Junior eine rein. Das ist dann das Finale der Terrasse. Somit können wir dann in Part 5 dann das Badezimmer anfangen.
Da machen wir die Sternstaubgalaxie, gehen dann nochmal in die Eierplanetengalaxie zurück, denn da ist ein Komet aufgekreuzt, denn wir können jetzt in Part 5 Kometen machen. Und zum Schluss haben wir noch ein bisschen Zeit für eine weitere Aufgabe, und zwar Testball. Dann hatten wir noch die Woche Mario Kart DS Part 15. Wir machen die schwersten Missionen des Missionsmodus, und zwar Level 7. Level 7, was wir freischalten mussten. Kleine Randinfo, Mario Kart DS ist ja momentan ein Reloaded Let's Play, das heißt, es kam schon mal ein Mario Kart DS Let's Play. Und im damaligen Let's Play von Mario Kart DS haben wir Level 7 gar nicht gemacht. Daher gibt es das exklusiv nur jetzt in diesem Let's Play. Ja, sehr, sehr schwierige Mission, es war brutal, aber wir haben es geschafft. Dann Part 16, wir machen den Pilzcup der Spielmodus, und zwar mit Daisy, denn es geht jetzt im Spielmodus weiter. Dann in Part 17 machen wir dann den Panzercup des Spielmodus, und zwar mit Knochentrocken. Daisy und Knochentrocken waren nämlich noch Charaktere, die man noch freischalten konnte. Bedeutet, die sind wir vorher noch gar nicht gefahren. Dann, was es diese Woche nicht gab, war Super Mario 3D World. Dazu ein paar Worte, und zwar, warum kam diese Woche kein 3D World Part? Das Problem ist Marias Internet. Ich mache ja das Let's Play mit Maria zusammen, nur, ja, sie hat einfach ein scheiß Internet. Wir haben es mehrfach die Woche probiert aufzunehmen. Wir wollten an sich erstmal Montag einen Part, dann hat es Montag nicht funktioniert, Freitag einen Part, hat Freitag nicht funktioniert. Jetzt hat sie einen neuen Router bekommen. Wir haben da auch schon probiert, hat wieder nicht funktioniert, aber wir wollen dann nochmal ein paar Tagen probieren. Sie ist jetzt nämlich ein paar Tage verreist und dementsprechend, ja, kam halt diese Woche kein Super Mario 3D World. Dafür habe ich dann allerdings ja am Montag Super Luigi Galaxy rausgebracht. Am Freitag kam dann Mario Kart DS stattdessen und am Wochenende, was nicht so planmäßig war, begann schon das neue Let's Play. Weil das war an sich eigentlich für Montag geplant, der Part 1, das neue Let's Play. Aber nein, da sich das alles nochmal verschoben hat, konnte ich dann schon am Samstag das releasen. Ja, dazu nehme ich ein paar Worte. Ich hoffe mal, zum Freitag werden wir da wieder einen Part haben. Es kann aber sein, das will ich nämlich dazu sagen, dass noch weitere Parts ausfallen. Denn ich möchte das Let's Play nicht alleine weitermachen, wenn, dann mache ich das mit ihr weiter. Und dementsprechend müssen wir gucken, wie das dann wieder wann es funktioniert, wie es wieder funktioniert. Aber ich gehe da optimistisch an der Sache ran. Ja, was ich gerade eben schon angesprochen hatte, war dann das neue Let's Play. Und zwar Pokémon Soul Silver. Dieses Mal in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Denn wir haben schon 2016 Pokémon Heart Gold Let's Played. Das ist so jetzt in die das Gegenspiel. Also Soul Silver ist das Gegenspiel zu Heart Gold. Und dementsprechend kennen wir schon die ganzen Orte. Ich habe schon alles mit allen Leuten gesprochen. Wir haben die Story komplett damals gemacht. Dementsprechend dachte ich, ja komm, wir machen jetzt eine schöne Challenge wieder. Weil die letzte Challenge Pokémon Pearl Randomizer Nuzlocke hat mir extrem dolle gefallen. Und ich hatte richtig dolle Bock und es macht extrem viel Spaß. Bisher kamen zwei Parts raus. Part 1 mit der Einführung. Pokémon typisch natürlich. Wir erhalten unseren ersten Starter, und zwar Johannes. Ja, ich benenne nämlich auch die Pokémon in diesem Let's Play. Alle, die ich fange, nach euch, nach aktiven Kommentarschreibern. Also erstmal mache ich die ganz aktiven Kommentarschreiber und dann ja immer so weiter, so dass ihr dann vielleicht auch verewigt werdet, wenn ihr dementsprechend schon auf dem Kanal so ein bisschen, ich sag mal, aufgefallen seid. Bedeutet, ich muss wissen, aha, ihr seid ein Zuschauer von mir, weil sonst kann ich ja da, ja, weiß, wenn mal jemand einmal einen Kommentar schreibt oder an einem Tag mal, weiß ich ja nicht, ob derjenige dann bleibt, hier auf dem Kanal bleibt oder nicht. Da würde ich dann zum Beispiel sagen, nee, da, derjenige wird dann nicht verewigt. Aber die, die schon häufiger mal schreiben, die sind auf jeden Fall potenzielle Pokémon, früher oder später. Genau, wir erhalten unseren ersten Starter, wie gesagt, und wir sind auf dem Weg zu Rosalia City, denn wir sollen Mr. Pokémon treffen. Dann in Part 2 treffen wir dann Mr. Pokémon und sogar auch Professor Eich, der nämlich bei Mr. Pokémon ist. Wir erhalten die ersten Pokebälle und machen unseren ersten Trainerkampf gegen Nam und, Trainer Nam, nicht der Nam, ich habe den Trainer, unseren Rivalen als Nam bezeichnet und wir machen die ersten wilden Kämpfe und erhalten
vielleicht schon unser erstes weiteres Pokémon. Ich will da nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall bleibt an diesem Let's Play dran. Es wird richtig schön. Es wird richtig spaßig und spannend auch. Denn, ja, ich möchte auch nochmal hier kurz die Regeln der Randomizer Nuzlocke mal ganz grob mal erzählen. Und zwar erstmal generell, alle Pokémon sind zufällig, die ich begegne. Sei es Trainer-Pokémon, sei es wilde Pokémon, sei es Arena-Leiter-Pokémon. Alle Pokémon sind zufällig, auch die Starter. Bedeutet, es kann jederzeit ein Carpador auftauchen, irgendein schwarzes Pokémon, aber es kann auch jederzeit irgendwie ein ganz starkes Pokémon auftauchen oder auch ein Legi. Und wir haben, ja, wir werden schon in den ersten Parts ein paar Legis sehen. Die sind nicht gerade selten, sagen wir es mal so. Und dementsprechend ist es dahin sehr spannend. Des Weiteren darf ich nur das erste Pokémon einer neuen Route oder eines neuen Gebietes fangen. Wenn ich dann das nicht hinkriege zu fangen, dann ist die Route AD. Dann darf ich da kein Pokémon mehr fangen. Und wenn ein Pokémon besiegt wurde, ist es tot und kommt in die Rest in Peace Box. Bedeutet, wenn ich dann irgendwann keine Pokémon mehr habe, ist das Let's Play vorbei und die Challenge verloren. Und das ist halt schon sehr spannend, weil manchmal es kann schon durchaus vorkommen, dass zum Beispiel Arena-Leiter, stärkstes Pokémon ist plötzlich ein Legi, wo ich keine Chance gegen habe. Zack. Sind ein paar Pokémon tot und das ist halt sehr emotional und ach, ich liebe solche Pokémon-Challenges einfach. Merkt man vielleicht auch. Gut, was hatten wir die Woche noch? Splatoon 2! Und zwar Part 39. Wir haben mit dem Kenza Luna Blaster gekämpft, mit dem Fernblaster SE und mit dem Kenza Klecks Konzentrator. Mit euch, es waren nämlich viele dabei, es waren einige mit dabei, das hat mir sehr doll gefallen und vielen, vielen Dank dafür. Und ja, da geht es nämlich nächste Woche auch weiter. Aber dazu später. Ja. Gut, dann hatten wir noch den Stream. Und zwar Mario Kart 8 Deluxe online mit Nam im Talk und mit euch. Wir haben Rennen gezockt zuerst, dann Battle-Modus. Und am Ende hat sich 17 noch ein Turnier rausgesucht, wo wir dann mitgefahren sind. Es war insgesamt sehr spaßig. Gut, das war's dann zu dieser Woche. Nächste Woche geht's weiter. Ja, einerseits gibt es neue Sendezeiten der Let's Plays, da ja jetzt Pokémon dazu kam. Zwei Wochen lang gibt es dann so gesehen jeden Tag wieder zwei Videos. Zwei Wochen lang, weil dann ist Mario Kart DS beendet. Und wenn Mario Kart DS beendet wird, da gibt es dann kein neues Let's Play danach. Weil, ja, ich habe jetzt Ferien, bitte, ich habe auch die Kapazitäten, so viele Videos wieder zu bringen. Für zwei Wochen lang und danach geht es wieder ein bisschen ruhiger zur Sache. Ja, Sendezeiten seht ihr übrigens auch über mir. Dann haben wir diese Woche zwei Streams, wie gesagt, ich habe Ferien, bedeutet ich kann auch zwei Streams machen. Und zwar am Dienstag Luigi's Mansion 3, worauf ich mich schon sehr dolle freue, weil es kam jetzt länger nicht. Und das wird einfach richtig schön spaßig, ich freue mich drauf. Des Weiteren Samstag Splatoon 2 wieder. Und ja, Splatoon 2 auch am Mittwoch. Ja, diese Woche wieder Splatoon 2, denn ich habe einerseits gemerkt, dass Splatoon 2 bei euch wieder um einiges beliebter ist. Irgendwie gefühlt, seitdem der Splatoon 3 Trailer rauskam, ist wieder Splatoon 2 um einiges beliebter. Habe ich zumindest das Gefühl. Und das merke ich auch am Video, dass halt da wieder viel mehr zuschauen, wieder viel mehr spielen, mitspielen. Und ja, da ist so gesehen jetzt das Splatoon 2 gefühlt schon irgendwie beliebter als Mario Kart 8 Deluxe Online. Und 17 hat mir dann in Discord so geschrieben, warum, oder gefragt, warum momentan so wenig Splatoon 2 kommt. Da habe ich so gedacht, ja, eigentlich ist es dumm, weil ihr seid ja diejenigen, die entscheiden, so gesehen, wie oft ein Video kommt. Weil wenn ein Projekt beliebt ist, dann bringe ich das natürlich auch mehr, gerne mehr. Weil es mir dann auch noch mehr Spaß macht und dementsprechend habe ich dann einfach schnell auf Discord mal eine schnelle Umfrage gemacht, was ihr am Mittwoch haben wollt, Splatoon oder Mario Kart, und es kam Splatoon raus. Und ja, ich denke mal, ich werde dann in Zukunft so vorgehen, wie beliebt jeweils die Parts sind, von ja, Wiedergabezeit her, von den Likes her, sodass, wenn ich sehe, ja, da gucken einige das, dann würde ich dann nach die Woche wieder Splatoon 2 eventuell bringen. Und wenn es dann ein bisschen abflacht, dann Mario Kart, dass ich da so ein bisschen mal durchwechsle. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall kommt dann am Mittwoch Splatoon 2 online mit drei verschiedenen Waffen. Wurden drei Waffenvorschläge gegeben. Freue ich mich drauf und ich hoffe, ihr auch. So, das war's dann nämlich auch für diesen Wochenrückblick. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Ferien, die noch keine Ferien haben. Die paar Tage kriegt ihr auch noch hin. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne, angenehme Woche. Bleibt bitte gesund und passt gut auf euch auf. So, Deutsch, danke.
Gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.